Das geht direkt mit diesem Mann los, einem Mann, der etwas Unglaubliches wagt und das auch noch ganz öffentlich und offiziell. Er findet Donald Trump gut und zwar nicht gut im Sinne von ganz okay, sondern richtig gut. Dufte, Knorke, wie immer Sie wollen. Er hat in den USA studiert und gelehrt, war jetzt sogar zur Amtseinführung in Washington und stand mit mindestens 3 Milliarden anderen genau an dem Ort, an dem die alternative Faktenlehre erfunden wurde. Dieser Mann sagt, Trump hat den Finger in die Wunden Amerikas gelegt, der könnte was bewegen. Nur zur Erinnerung, dieser Mann war es auch, der 2006 in einem Bestseller die große Krise von 2007 präzise vorhergesagt hat. Die Presse nennt ihn seitdem den Crash-Professor. Herzlich willkommen, Max Otte. Das ist ein Kompliment. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich würde gerne gleich zu Beginn Professor Otte fragen. Herr Otte, Sie waren da bei dieser Amtseinführung. Ja? Wie kriegt man eine Einladung dafür, eine Karte? Was kostet sowas? Das kostet schon ein bisschen Geld. Das ist ja alles, wird alles kommerziell aufgezogen. Das kann man kaufen, ja? Ja, man muss spenden sozusagen an die Partei. Ich bin über einen Bekannten reingekommen, einen Amerikaner, der bei der Republikanischen Partei aktiv ist. David Nauer, er lebt schon lange in Deutschland. Und ja, wir haben gesagt, wir fahren da zusammen hin. So, was muss man da investieren? Man muss schon was investieren. Na, sagen Sie, in Millionen. Also, ich habe eine Zahl gelesen neulich, die 100.000. Nein, nein, nein. Also ein Zehntel davon sind Sie mit einem relativ einfachen Ticket dabei. Ist das so? Also für 10.000 ist man dabei? Also Sie können natürlich auch 100.000 spenden oder 1 Million. Da ist nach oben keine Grenze. Aber es geht schon in Tausenderbereich, ja. Also, und was kriegt man dann für so ein 10.000er-Paket? Wie weit kommt man an den Donald ran? Man ist bei dieser Einführungsveranstaltung, man unterstützt quasi die Republikanische Partei, man ist bei der Jahreshauptversammlung der Partei dabei, man ist bei einer Feier dabei, man ist dann relativ nah bei der Vereidigungsfeier dabei. Das sind so die gewissen Dinge, die man dann relativ nah hat. Händeschüttel ist noch nicht drin dafür. Wie weit waren Sie weg jetzt wirklich vom Präsidenten? Bei der Vereidigung waren es so 100 Meter, 80 Meter und beim Präsidentenball waren es dann 50, 60 Meter also, oder 30, 40. Das war relativ nah. Das heißt, Sie haben auch diesen Tanz da gesehen? Ja, ja. Da war ich gleich in der vordersten Reihe. Das war schon beeindruckend. Der Ball selber war eine Massenveranstaltung. Es war alles im Smoking, alles im Abendkleid. Aber letztlich hat man gewartet auf den Präsidenten. Aber der Chef eines großen deutschen DAX-Konzerns stand neben mir, der hat auch 3 Stunden gewartet. Also es ist schon ganz spannend, wen man da so trifft. Welcher DAX-Konzern ist das? Na, das möchte ich jetzt nicht sagen. muss ja mal nachfragen. Warum waren Sie da, Herr Otte? Was verspricht man sich davon? Ich habe ja vorher schon mich in meinen Kolumnen zu Trump geäußert, gesagt, erstens schreibt er nicht ab, er könnte es werden. Und zweitens, da liegen auch Chancen in dieser Präsidentschaft. Es ist nicht alles schlecht. Es wurde so einseitig dargestellt, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das genauer an. Ich kenne oder ich weiß von Donald Trump seit 1988, seitdem mir ein deutscher Freund sein erstes Buch geschenkt hat, The Art of the Deal. Er war ja schon in den 80ern mit großen Anzeigen in der New York Times an die Öffentlichkeit gegangen zu politischen Themen. Also ich glaube, dass da jemand ist, der seit 35 Jahren auf seine Chance wartet und jetzt gegen alle Widerstände das tatsächlich realisiert hat. Und jemand, der das so macht, der mag den ein oder anderen Charakterfehler haben, er mag seine Schwächen haben, aber den sollte man nicht abschreiben. Und ich glaube auch, dass in dieser Präsidentschaft eine Menge Chancen liegen, zum Beispiel dieses Thema America First. Amerika macht seit 20 Jahren America First. Nur wird es Globalisierung genannt. So, jetzt spricht es einer aus, America First. Und dann gehen alle auf ihn los, meinen Sie? Ja, ja, dann gehen alle auf ihn los. Aber woran machen Sie das fest, dass Amerika das seit 20 Jahren so macht? Naja, das kann man im Prinzip in der Wirtschaftspolitik sehen, wenn es um die Schweizer Banken geht, wenn es um VW geht, wenn es um den Datenaustausch geht. Deutsche Bank natürlich. Also in diesen ganzen Fällen sieht man da doch eine sehr, sehr deutliche Interessenpolitik, der Europa oftmals wenig entgegensetzt. So, wenn jetzt America First offen ausgesprochen wird, ist das vielleicht eine Chance für andere Länder oder für Europa auch mal drüber nachzudenken, was sind europäische Interessen? Darf ich da noch einmal nachfassen, wenn Sie sagen, da wird wirklich Politik gemacht, auch mit dieser Art von, wie würden Sie es nennen, ein Wirtschaftskrieg oder wie würden Sie das nennen? Ich habe es mal im Deutschlandfunk Wirtschaftskrieg genannt. Also das, was gegen die Deutsche Bank durchgeführt wurde, kann man schon fast Wirtschaftskrieg nennen. Das was gegen VW läuft auch? Ja, ich meine, das ist eine gewisse Asymmetrie. VW, die Schäden sind ungefähr bei 40 Milliarden. Bei General Motors mit den defekten Zündschlössern, wo wirklich Menschen gestorben sind, ist die Schadenssumme
eine Milliarde. Bei der Deutschen Bank, die letzte Strafe, die da gefordert wurde, war 16 Milliarden vom Department of Justice. Die Bank of America, die 500.000 Konten falsch angelegt hat, zahlt die höchste Strafe, die jemals in Amerika gezahlt wurde. Es sind aber nur 100 Millionen, also einen winzigen Bruchteil. Dieses Spielfeld ist einfach schief. Das ist Wirtschaftspolitik, das ist Interessenpolitik. Jetzt wird es offen benannt. Und das gibt dann auch eine Chance für Europäer, das zu reflektieren. Was vergessen wurde, ist beispielsweise, dass ein so sympathischer Präsident wie Bill Clinton, als er plötzlich bei den Demokraten die Nummer eins wurde und Chance hatte, Präsident zu werden, der hat sich strikt geweigert, irgendeinen Ausländer, einen Minister, einen Staatsoberhaupt, irgendwen überhaupt zu sehen. Und er hat gesagt, the economy, stupid. Nur das zählt, alles andere nicht. Mhm. Also das ist nicht ungewöhnlich an Trump, das muss ich so sagen. Die Wirtschaft befand sich, wir haben seit 75 Monaten Jobwachstum. Die Beschäftigung ist fast bei Vollbeschäftigung, unter 5% die Arbeitslosigkeit. Das heißt, es ging stetig, solide bergauf. Und jetzt kommt Donald Trump und sagt, ich senke die Steuern, ich mache Konjunkturmaßnahmen. Natürlich, der Markt ist erstmal geht hoch, aber ob das nachhaltig ist, wird sich zeigen. Da muss ich aber doch widersprechen, es ging nicht bergauf in Amerika. Donald Trump hat ja in seiner Eröffnungsrede auch gezeigt, wie schlecht es vielen einfachen Amerikanern geht mit zwei, mit drei Jobs. Die Arbeitslosenstatistiken sind zum Teil natürlich stark eingefärbt. Wenn jemand fünf Jahre nicht sich arbeitssuchend meldet, dann gilt er nicht mehr als arbeitslos, weil er es quasi aufgegeben hat, Arbeit zu suchen. Also diese Statistiken, ist er raus aus der Statistik. Die Statistiken sind stark manipuliert. Es sind viele, viele Menschen in dem Land, die wirklich vom System vernachlässigt werden. Und da ist unter Obama auch nichts besser geworden. Aber Statistiken werden weltweit immer zugunsten von Regierenden. Wenn man sagt, manipuliert ist so ein großes Wort, aber dieser Trend, interpretiert von den staatlichen Statistiken, das hat in den 80ern begonnen, in den 90ern auch in Deutschland sich beschleunigt. Also sagen wir, da ist eine neue Qualität drin. Man kann alles rechtfertigen, aber es sieht natürlich jetzt mit 5% Arbeitslosigkeit, es sind nicht 5% der Amerikaner, die vom System fallen gelassen worden sind. Es sind wahrscheinlich eher 20-25%. Was tatsächlich passieren wird, ist, dass die Industriepolitik wieder stärker in den Vordergrund drückt. Die letzten Jahre haben wir vor allem Geldpolitik gehabt, die Notenbanken haben den Kurs bestimmt. Jetzt wird schon es mehr um Mikropolitik gehen. Er hat ja sich schon mit den Silicon Valley Größen getroffen, hat gesagt, Apple, ihr sollt bitte die größte iPhone-Fabrik USA bauen. So ein Druck oder so sanfte Überzeugung, die kann die natürlich schon was. Die bauen in China, ne? Die bauen eigentlich alles in China. Foxconn ist der große, Haupt-Smartphones-Hersteller. Im Wahlkampf hat er sich auch mit den Silicon Valley Großgrößen angelegt, hat sie aber dann nachher noch vor der Amtseinführung empfangen, hat also da auch schon, sagen wir mal, die Töne etwas gedämpft. Aber ich glaube schon, dass er darauf drängen wird, dass jetzt auch in den USA gebaut wird. Ist das, Frau Navidi, alles auch ein bisschen rückwärtsgewandt aus der Zeit gefallen? Etwas, von dem man glaubt, da kann man eine Entwicklung wieder zurückholen, die in Wahrheit längst in eine andere Richtung gegangen ist? Weil es ja in Wahrheit auch nicht nur darum geht zu sagen, da gibt es in Mexiko den Arbeiter, der den VW, den Porsche, den Audi, was auch immer, für weniger Geld zusammenschraubt. Sondern wir reden ja über einen fundamentalen Wandel, über Industrierevolution 4.0. über Automatisierung, über Roboter, über Arbeitsplätze, die auch deshalb wegfallen und nicht nur, weil ein Mexikaner das günstiger macht. Ja, natürlich. Und niemand bestreitet die Missstände in den USA. Und wenn man sagt, in den USA geht es nicht so schlecht, dann ist es nicht so schlecht, wie Donald Trump das sagt. Und das ist natürlich eine Gesamtschau der Vereinigten Staaten. Aber die Verhältnisse, die es früher einmal gab, die werden so nie mehr wiederkommen. Denn das wirkliche Problem ist nicht die Globalisierung an sich, die verstärkt das Problem, das ist nämlich die Technisierung. Mhm. Und selbst Foxconn in China ersetzt jetzt Foxconn einen ist dieser Bauer von Zulieferer Smartphones von Apple. Ja, das sind die im Grunde alle Smartphones zusammenschrauben, die du eigentlich auf der Welt kaufst, ne? Mehr oder weniger. Sie ersetzen eine Million Arbeiter durch Roboter. Das heißt, die selbst lagern aus an Maschinen und an billigere Länder. Das heißt, wir werden nicht mehr diese Industrieproduktion zurückbekommen in dem Ausmaß, wie wir sie hatten. Und selbst wenn Produktion zurückkommt, dann werden diese Jobs nicht so gut bezahlt in der Vergangenheit. Die Arbeit, die mit Händen gemacht wird, ist einfach nicht mehr so viel wert. Und die Menschen, die Donald Trump gewählt haben, die jetzt in den späten 40ern und 50ern sind, die werden diese Jobs auch nicht mehr bekommen. Na, die Frage ist doch, die vergessenen Männer und Frauen, meinen Sie, von denen er immer redet. Dann werden Jüngere eingestellt. Wenn Sie sagen, Frau Navidi, die Arbeit ist nicht mehr so viel wert, das hängt von der Gesetzgebung ab. Wenn wir eine Gesetzgebung machen für die Wall Street, und das haben wir die letzten 30 Jahre, dann ist natürlich, ich bin selber Finanzmanager, aber dann ist natürlich dieser Job besser bezahlt.
wenn wir eine soziale Gesetzgebung machen, dann sind auch normale Jobs besser bezahlt. Das haben wir aber nicht. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine Politik für die Wall Street und sind ja mittendrin gemacht. Und wenn der Donald Trump sagt, wir müssen auf die anderen schauen, das Land ist gespalten und er hat es ja nicht gespalten, er hat es nur sehr schonungslos gesagt, dass es gespalten ist, also hat die Zustände beschrieben, dann ist das schon ein Signal, dass man vielleicht auch insgesamt eine Politikwende einleitet. Ich würde gerne noch mal, weil es ja offensichtlich, also postfaktisch ist ja immer so dieses neue Modewort und Zauberwort. All diese Fakten sind bekannt, man hört die immer wieder und trotzdem kommt da einer durch mit dem, was er sagt. Auch mit ganz offenkundigen Lügen. Sie waren ja da, Sie haben ja gesehen, wie viele Menschen da wirklich waren. Können Sie uns da jetzt einmal aufklären, Herr Otte? Waren 3 Trilliarden da, 5 Milliarden da oder waren es doch ein Hauch weniger? Hier ist ein Bild, schauen Sie mal, von der oben Obama, ja, und unten Donald Trump. Das ist das Thema mit dem Postfaktischen. Es waren mehr Menschen als auf dem leeren Bild bei der Vereidigung. Es waren sicherlich auch bei wenig. Bei Obama meinen Sie jetzt? Nein, bei Trump. Es waren mehr Menschen dort, als gezeigt wurde, weil das später war. Also von daher ist das Postfaktische gegen Trump ins Feld geführt worden von einem eigentlich Qualitätsmedium. Was war denn eigentlich, Herr Professor, waren Sie glücklich, dass Sie bis auf 60 Meter an diesen Frauenverächter und Rassisten rangekommen sind? Naja, Rassist und Frauenverächter. Ich würde dem widersprechen, weil das ist nicht in der Form nicht der Fall. Er ist sicherlich etwas altmodisch in einigen Werten. Aber ihn so abzukanzeln, ist auch schon despektierlich, finde ich. Rassist, die da stelle ich mir jemand. Habe ich gern. Ja, Rassist, da stelle ich mir jemand vor, der wirklich rassistische Äußerungen macht. Das hat er nicht in der Form. Er hat sich, wenn auch, sehr stark. Herr Otte, aber da sind wir jetzt auch postfaktisch unterwegs. Aber wenn Sie sagen, Donald Trump ist nicht rassistisch. Im Moment war er. Mexikaner sind Vergewaltiger und keine Ahnung was. Also das ist. Also wenn, ich meine, man müsste da mal die faktisch, anderen Dinge will ich gar nicht zitieren. Man muss mal an die politische Sprache gehen. Es ist ja vor ungefähr 20, 30 Jahren, ich kann das jetzt nicht genau exakt faktisch sagen, wurde irgendwann, und was wir jetzt auch in Deutschland machen, wurde bei den Kriminalstatistiken wurde Rasse oder Herkunft nicht mehr genannt, weil wir eben die Fakten nicht mehr sehen wollen. So, was hat das auch damit da zu tun? Werden Fakten versteckt. Ja, weil natürlich in den Innenstädten die Kriminalitätsrate höher ist. Da müssen wir aber erstmal an die Fakten rankommen. Stopp, aber es ist doch extrem unpräzise und unfaktisch, ganz verallgemeinern zu sagen, alle Mexikaner sind einfach mal per se Vergewaltiger. Alle Mexikaner sind einfach mal per se Vergewaltiger. Alle Mexikaner. Das ist doch absurd, so einen Satz zu sagen. Das ist und dann, und das, wenn man antritt, ja. Wenn man doch antritt mit dem, wenn man diesen Lockerroom-Talk, also diesen Umkleidekabinen-Sprech, von dem er dann hinterher sagte, na, das war alles nicht so gemeint. Also ich sag mal so, ich möchte nicht mit Männern verkehren, die so über Frauen sprechen, grundsätzlich. Ich denke, dass ihm das nicht über die Lippen kommen wird. Klar, darum geht's ja gar nicht, aber... Das erzählt doch viel über einen Menschen, wenn er sowas einfach sagt, ne? Ich habe mir auch seine Familie angeschaut. Ich meine, das ist ja auch keine Modellfamilie, ist ja sehr gepatchworked. Aber eine Modelfamilie. Wenn man sich so die Reden zum Beispiel auf dem Parteitagskonvent der Republikaner, auch der Kinder anhört, die Kinder haben alle tolle Reden gehalten, die sind motiviert, die sind überzeugt gewesen. Also irgendwas hat er ja auch richtig gemacht mit seiner Familie. Also da gibt es, glaube ich, Familien, die stehen schlechter da. Diese zwei großen Pipeline-Vorhaben, die gestrichen worden waren unter Obama, sind jetzt plötzlich wieder genehmigt. Stimmt es, dass er selber in diese Unternehmen investiert hat? Das heißt, selber ein ganz ureigenes Interesse daran hat, dass dieses Ding stattfindet, dass diese Pipelines gebaut werden? Das können wir nicht beurteilen, weil er seine Steuererklärungen nicht offengelegt hat. Mittlerweile sind 74% der Amerikaner dafür. Das muss er als Präsident nicht für seine Gesetzeslücke. Man drängt darauf, aber er tut es einfach nicht. Ob er selbst nun davon profitiert oder seine Familie oder seine Geschäftsfreunde, das kann man so nicht sagen. Also er ist aber auf jeden Fall in gewisser Weise unabhängiger als eine Hillary Clinton. Das sagt auch Henry Kissinger. Weil er sehr viel mehr Geld hat. Henry Kissinger hat vor ein paar Wochen gesagt, er ist der Präsident,
in den letzten Jahrzehnten, der mit dem wenigsten Gepäck ins Amt kommt. Also Hillary Clinton war völlig abhängig von der Lobby, Obama genauso. Das ist, Trump hat das nicht. Entschuldigung, das kann Nein. man